kenne die Olga. Oh, jetzt kommt tatsächlich keine. Oh. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Oh doch, da sind sie. Durchtrennt. Da kommen sie. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Ich kann sie durch die Wand sehen. Okay, ihr Pisser. Hat das Deckfett? Ist das toll? Bis jetzt habe ich ja noch nie gebraucht bei denen. Aber das muss man ja fast benutzen, ne? Das ist so. Ich verletze mich sonst selber, wenn ich die angreife. Oder wo wirft der die Bomben immer hin? Also mehr wie die Gegner anvisieren kann ich nicht. Lelelelele. Rotes Muttergehen. Ah, nein! Bruch! Komm, gönn. Ja, gönn, Alge! Kann ich mir wieder ein mittleres craften, glaube ich. Hoffe ich. Schulz. Nee, fehlt noch eins. Schade. Schulz, sorry. Klinge in den Rücken, zwischen die Wirbel. Rückenmark durchtrennt. Sie konnte sich nicht mehr rühren. Verblutet. Einfach großartig. Rot. Ah, verwesendes Fleisch. Schnitte. Flach. Aber jeder hat eine Arterie getroffen. Bolzen. Durchgebrochen. Du hast das Turnier gewonnen, aber hast nicht die gewonnenen Karten. Kann mir wer helfen? Dennis, ich stelle dir jetzt eine wichtige Frage. Hast du mit der Frau geschlafen am Ende des Turniers? Dennis, mach jetzt keinen Scheiß. Blut. Hast du sie genagelt? Mit etwas darin. Dieser Geruch. Nein? Alkohol. Bovist. Und Wolfsbann. Weil die klaut dir Karten. Ein Trank. Die kann dir die Karten. Das ist kein Bauch. Die kann dir die Karten klauen, die du gewonnen hast. Nahkampfwaffe. Arm über dem Ellbogen abgeschlagen. Mit doch, die klaut Hieb. Eine Karte. Die klaut mindestens eine Karte. Kaiserlicher Schnurrbart, runde Backen. Hab sie abgewiesen. Oha, Dennis. Voll der Giga-Chat. Todesursache, Stichwunde. Klinge zwischen die Rippen, direkt ins Herz. Raigeki, der beste Heilgegenstand ist... Eine Silberkette, gerissen. Schwalbe, der Trank. Gerissen. Und halt die normalen Heilgegenstände heilen nur einen 10er-Tick, ne? Halt! Und die besseren heilen 15er-Tick. Besseres gibt's nicht. Und dann gibt's noch einen Trank, der dich, eine der sofort einen Vitalität-Burst dir gibt. Also das ist mit Absicht so, dass man sich nicht so krass heilt, ne? Das ist ja auch die Schwierigkeit, Blut, Schweiß und Tränen und Todesmarsch, dass wenn du rastest, nicht sofort Full Life bist. Das ist halt easy, ne? Auf den leichteren Schwierigkeitsgraden. Du rastest kurz 5 Sekunden, bist Full Life. Zum einen Fenster rein, zum anderen wieder raus. Clever. Ach, gerne, kein Problem. Oh, da hinten ist irgendwas. Aha, da ist sie. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Nur die Ruhe, ich will nur mit dir reden. Lass mich! Mörder! Du Mörder! Nein, falsch. Du hast Katzenaugen, genau wie er! Nee, Raigeki, einmal triss am Leuchtturm, das war's. Yen kannst du, glaube ich. Zweimal. Pyramids auch einmal. Genau wie der böse Mann, der alle getötet hat.
Hatte er zwei Schwerter auf dem Rücken? Ich sag dir gar nichts! Verschwinde! Schon gut, das reicht. Sag mir, was hier geschehen ist. Wir haben immer noch nicht die Trophäe dafür. Wahnsinn. Ich sag's dir. Was muss man das denn anwenden? Wäldern. Da hat's gespukt. Onkel Sobemir hat gesagt, dass wir am besten einen Hexer holen. Dann kam einer. Sah dir ähnlich, aber seine Augen waren böse. Er hat uns den Kopf von dem Monster gebracht, aber Onkel Sobemir war wütend über irgendwas. Sie haben sich angeschrien. Und dann sind sie in die Scheune. Und da... Und was? Ich weiß nicht. Ich hab sie schreien hören. Onkel Sobemir und die anderen. Dann ist dieser Hexer aus der Scheune gelaufen. Er war ganz blutig. Und wer ihm, also alle, jeder Einzelne, mit seinem Schwert, so. Meine Mama und mein Bruder auch. Was eine tolle Quest. Ich hatte laufen lassen. Weiß nicht wieso. Und dann ist er in die Richtung da verschwunden, wo wir Geschenke für die Götter hintun. Das hier habe ich im Heu gefunden. Katzenschule. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Was machst du jetzt? Hast du hier Verwandte? Meine Tante wohnt in Erzdorf. Ich bring dich zu ihr. Aber erst muss ich mich um diesen bösen Mann kümmern. Die Puppe gehört doch dir. Halt sie fest und bleib hier. Ja? Schön hier bleiben, Kleine. Wenn er zum Kreis gegangen ist, ist er hier losgelaufen. War, glaube ich, auch eine Quest mit einer harten Entscheidung, das weiß ich noch. Sehr gute Quest. In dem Spiel gibt es keine schlechten Quests. Es gibt nur manchmal kurze. Der Steinkreis. Muss mich umsehen. Nur kurze Quests. Fußabdrücke. Kaum sichtbar. Müssen seine sein. Nein, Skillen. Ein Mithexer. Die Welt ist klein. Zauber verstärkt man, indem man in dem jeweiligen Skillbaum vom Zauber ihn verstärkt. Hier immer so Reichweite und sowas. Und hier unten hier Intensität. Und das kannst du auch hier rechts über die Mutagene. Und dann halt noch auf Rüstungen und so. Und über Adrenalin später. Ja. Du hast was verloren. Soweit kommst du, mir das Medaillon zu geben? Danke. Die Solidarität in der Branche lebt. Aber das Ansehen der Branche pfeift aus dem letzten Loch. Die Leute vergessen Massaker nicht so schnell. Berufsrisiko. Kann jedem passieren. Und? Was willst du hier noch? Was macht man da, Chat? Der ist ein Mörder. Wir haben einen Kodex, Chat. Wir haben einen Hexer-Kodex. Der hat unschuldige Menschen abgeschlachtet. Erst quatschen? Na gut. Erst mal reden.
Dann sehen wir weiter. Setz dich. Ich stehe lieber. Spuck's aus. Ehrendorf. Er zeigt dir einen Schatz. Was war da los? Bitte, das weißt du doch. Hast du eine Ahnung, was die mir für den Waldschrat zahlen wollten? Rat mal. 100 Kronen, 50 Kronen. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ein Huni. 100. Schön wär's. 12. Kapiert, Kumpel? 12 verfickte Kronen. Davon kann ich mir nicht mal die Trankzutaten kaufen. Was hattet ihr vereinbart? Ein Vielfaches. Aber zum Zahltag. Ach, du kennst die Nummer. Guter Mann. Meine Kinder verhungern. Es ist Krieg. Die Götter mögen Gnade haben. Zeig doch Mitleid. Kommt mir bekannt vor. Aber ein Grund zum Töten ist das nicht. Ich war noch nicht fertig. Ich sagte, dass sie von mir keine Gnade zu erwarten bräuchten. Wenn ich kein Gold sehe, würden sie sich den Waldschrat noch zurückwünschen. Sie guckten finster drein, dann sprach der Älteste. Ganz ruhig, Meister Hexer. Meine Leute und ich haben noch etwas Gold in der Scheune, wo die Männer des Barons es nicht finden. Komm, wir holen deine Bezahlung. Bin drauf reingefallen, wie ein Kleinkind. Einer plapperte noch weiter. Der nächste stach mir schon eine Mistgabel in den Rücken. Wie zur Hölle hast du das überlebt? Mistgabeln machen üble Wunden. Ich sag's aus Erfahrung. Ich hab mich im letzten Moment gedreht. Die Forken sind schräg rein. An der Lunge vorbei. Ich gebe zu, dass ich die Nerven verloren habe. Ziemlich sogar. Ich bin beschissene Löhne gewöhnt. An Betrügereien, an Geschrei um Hilfe von denen, die mich später anspucken. Aber mich ermorden? Um ein paar Kronen zu sparen? Solche Bastarde soll ich beschützen? Ich habe also blank gezogen und erst aufgehört, als alles voller Blut war. Sehr gut, dass wir geredet haben, Twitch-Chat-weise. Jetzt kann man viel mehr die Situation verstehen. Auch beim blutigen Baron. Beim blutigen Baron dachte man, er ist ein Säufer, ein Frauenschläger und hat alles Pech der Welt verdient. Und dann hat man sich mal die ganze Geschichte vom blutigen Baron angehört und ja, dann kann man das Ganze viel mehr nachvollziehen. Das Mädchen, warum hast du sie leben lassen? Morgen auch streamen und Dienstag auch. Ach, egal. Dann hätte ich nicht gefragt. Rede. Sie hat mich an meine Schwester erinnert. Wie sie war, bevor sie mich zur Katzenschule gebracht haben. Wie geht es ihr jetzt? Seit 10 Jahren tot. Altersschwäche. So, jetzt hatten wir unseren intimen Plausch von Hexer zu Hexer. Und nun? Der Chat meint, wenn man ihn tötet, kriegt man sein Stahlschwert. Wäre interessant zu wissen, was das für eine Waffe ist. Wenn man ihn am Leben lässt, kriegt man einen Schatz. Das finde ich so geil. Immer unterschiedliche Belohnungen. Aber ich finde, Chat, klar haben wir einen Hexerkodex, aber er wurde angegriffen. Er hat sich verteidigt. Er hätte vielleicht nicht das ganze Dorf abschlachten müssen, aber auf der anderen Seite wollten die ihn für ein Appel und ein Ei bezahlen und dann sogar noch da, nicht nur ihm das nicht zahlen, sondern ihn dafür noch umlegen für 12 Koffer. Ich bin auf seiner Seite. Ja. Das hätte ja jeder von uns gemacht, hätte sich verteidigt, ne? Und wenn so ein paar Bauerntöpel einen Hexer angreifen, sind sie irgendwo auch am Ende des Tages selber schuld, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Stimmen? Vielleicht lügt er. Naja, die Spuren haben wir ja überprüft. Die Geschichte von ihm stimmt. Das ganze Dorf, naja, er hat das Kind leben lassen. Aber dann Amok laufen. Naja, die Hexer haben ja auch sowas wie, ich sag jetzt mal, einen Instinct-Rage-Modus. Da geht halt mal kurz das Licht aus. Ich lasse ihn leben. Ich glaube ihm. Es ist doch nicht meine Aufgabe, dich zu verurteilen. Das war's? Keine Lektion? Keine Nötigung, mich zu benehmen?
Man nennt mich den Schlechter von Blaviken. Aus gutem Grund. Ich kenne das. Manchmal rollen Köpfe. Warte. Ich bin nicht so ein Flachwichser wie die Hinterwäldler. Du hast was gut bei mir. Hier, damit findest du meinen Schatz. Nimm, was du willst. Danke. Ich hab zu danken. Viel Glück auf deinen Wegen, Wolf. Keine Ahnung, Raigeki, ich muss nur den Chat fragen. Ich hab die Totgeburt, da musst du immer zum Haus begleiten beim blutigen Baron. Ich sollte zu der Kleinen zurückkehren, bevor irgendwas anderes sie findet. Okay, Nebenquest ist das. Oh, es werden weniger Hexeraufträge. Jetzt habe ich nur noch eine halbe Seite. Trümmerbruch. Macht so Spaß, das Spiel! Chat ist schon wieder 1 Uhr nachts! Ich will doch einfach nur witchern! Witchern all day! Witchern, nie witchern. Die Truhe ist wichtiger, ja, aber ist weiter weg. Mann, ihr scheiß Notenwölfe, Level 5! Unerträglich seid ihr! Was habt ihr jetzt davon, ihr Idioten? Süß. Mir geht's gut. Wegen ihm musst du dir keine Sorgen mehr machen. Du bringst mich zu meiner Tante? Es ist abscheulich hier. Sicher. Gehen wir. Meinst du, ich könnte vielleicht bei dir Huckepack? Aber nur, wenn du mir nicht an den Haaren ziehst. Versprochen. Dann rauf mit dir. Tante! Tante Luzi! Millie? Was machst du denn hier, du kleines Luder? Ich? Also, im Dorf? Da ist keiner mehr. Ich erklär's. Du gehst ein bisschen spielen, ja? Es gab ein Massaker in Ehrendorf. Keine Überlebenden. Nur sie. Götter, was ist geschehen? Gesetzlose? Sowas in der Art. Könnte man so sagen. Wirst du dich um sie kümmern? Um ehrlich zu sein, es wäre mir lieber, wenn du sie mitnimmst. Komisch. Sonst fürchten sich die Leute, dass ich ihre Kinder mitnehme. Sonst sind die Leute nicht so arm. Ich habe selber 4 Enkel. Eigentlich 6. 2 haben wir letzten Winter begraben. Von Rindensuppe lebt man eben nicht gut. Nimm das hier. Kauf nichts anderes als Essen davon. Wenn ich zurückkomme und du trinkst... So viel? Mögen's die Götter dir vergelten, Meister Hexer, mit 1000-fachem Segen. Ich muss jetzt weiter. Schon? Wieso denn? So ist das bei Hexern. Sie sind dauernd unterwegs. Kommst du mich denn mal besuchen? Vielleicht. Pass auf dich auf, Kleines. Millie! Komm, wir besorgen Mehl, dann mache ich dir Pfannkuchen.
Na, wie klingt das? Klingt das gut? Bin ich auch ehrlich zu euch, Chat? Das habe ich nur gemacht, weil wir rich sind. Wenn ich jetzt nur einen müden Taler auf Tasche gehabt hätte, hätte ich gesagt, harte Zeiten. Habe ich nicht mal EP bekommen? Was ist denn da schon wieder los? Unerträglich! Boah, kurz vorm Level Up sind wir. Karma für Triss, schreibt einer. Ich verliere meinen Verstand! Direkt neu laden und Kind im Wald lassen. Ist tatsächlich eine Option, worüber man nachdenken könnte, ja. Ich finde es so geil, wie alle in meinem Chat fragen, Bruder, warum hat er so viel Geld? Warum ist denn der so rich? Ich war am Anfang auch broke. Du musst halt zocken. Immer wieder Menschen töten, looten. Faustkämpfe. Pferderennen gewinnen. Und immer Gwent spielen. Immer die Zehner mitnehmen. Stehen wir jetzt hier rum, wie die Pimmel zu Bälle teilen? So. Fick dich! Zielt auf sein Auge! Der Bastard zaubert! Held! Junge! Stumpfes Beil, rostiges Schwert, also okay. Hm. 250 Kronen. Brief an Tiger. Nebling, Ghoul, war das Kruftweil. Quasi sein Spot? Warum hat er diese Trophäen nicht versilbert? Vielleicht wollte man ihn betrügen. Hat er hier gepennt? Was ein Schlafplatz. Was haben wir denn für eine Waffe bekommen? Level 19 Hexerwaffe. Sogar stärker. Aber wieder kein Crit. Das dürfte wahrscheinlich jetzt langsam trotzdem Upgrade sein. Die Chance auf Bluten ist halt auch sehr geil. Komm, Chat. Ihm zu Ehren, oder? Tragen wir die Waffe. Der war ein guter am Ende des Tages. Wir können ja mal probieren, genau. So. Oh, wir haben auch ein Level Up bekommen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Das nächste Perk mit 22. Bis 30 kriegt man Perk-Slots. Ich weiß nicht, was damit versilbern. Was mit dem Schatz? Das war doch der Schatz. Den habe ich doch da unten gelootet. Oh, so viele Fragezeichen. Hier haben wir noch einen ordentlichen Schwung Fragezeichen. Hier noch ein paar. Da noch einige. Aber größtenteils haben wir echt... Das ist ja, glaube ich, schon DLC, ne? Oder war es hier oben, Chat? Im Norden? Hier war DLC, oder? Und hier nicht.
oder? Oder hier auch? Aber ja, wir haben echt sehr viele Frauen. Oh, ne, hier sind noch. Ja, genau. Hier ist noch ein großer Schwung. Da ist noch eins. Also wir haben echt ordentlich Fragezeichen gepumpt. Kann man nicht sagen. Wenn wir beim nächsten Mal eine ordentliche Fragezeichen-Session machen, sind wir eigentlich durch mit den Fragezeichen. Das Problem am Junk ist halt, dass man das auch schwer ist, ne? Also immer Platz wegnimmt im Inventar. Sonst würde ich es behalten. Also Geld machen, Beschke. Arctic, ich werde auch noch ein Weilchen streamen. Oh mein Gott, das Menü lädt so lange, bis man im Händlermenü ist. Huch. Ah, der hat kein Geld mehr. Ja, moin. Tschüss. Bis. Mit armen Händlern treibe ich es nicht. Ich meine, mit armen Händlern gebe ich mir nicht ab. Keine Zeit. Tja, wo ist jetzt der nächste Schmied? Ja. Ja, sad. Gesehen, sad Businessman. So da ist er. Level 1 Bandit. Schnelle Session. Wie der Kopf hier reinrollt. Hier ist noch ein Schmied. Ausgeburt der Hölle. Hier geht's ja rot. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Was hast du im Angebot? Ich glaube, gegen den haben wir noch nicht mal Gwent gespielt. Er ist ja arm. Nur 300 Kreuzer. Die arme Sau. Das können wir nicht mal verkaufen bei ihm. Die Reliktwaffen sind echt einiges wert. Davon haben wir noch eine liegen. Oder gegen ihn haben wir schon gespielt. Ich spiele trotzdem nochmal. Ich will Karten spielen. Was ich bei Displayed empfehle, Gloss oder Matt? Matt. Matt, wenn du nicht mega starke Lichtquellen im Zimmer hast. Nee, andersrum. Wenn du starke Lichtquellen im Zimmer hast, also viel LED-Stuff und so, dann tut sich das schon, kann sich unangenehm spiegeln in den Displays. Das dann ist besser in Matt. Deshalb, meine Keylights leuchten ja mich an und dadurch auch die Displays im Hintergrund. Ja moin, was hat er einfach hier den Nuller-Spion? Und dadurch habe ich matt. Wenn ich wenig Lichtquellen hätte, würde ich glänzend nehmen. So. Ja, endlich mal neues Deck, hä? Huh? Über meinen Link sparst du, ja? Was? Deshalb kannst du mich, wenn du Bock hast, supporten. Über den Linky Minky. Ey, hohoho. Moin, Meister. Ich glaube, er wird passen. Ich burn ihm den Spion weg. Ah ne, er macht weiter. Krass. Ich hoffe, er legt jetzt keine stärkere Einheit als die Vierer. Jetzt pass mal auf, jetzt nehme ich den wieder auf die Hand. Jetzt, wenn er jetzt keine starke Nahkampfeinheit legt, burn ich ihn alles weg. Gönn dir, Bruder. Und deshalb ist Monsterdeck extrem anfällig.
Ich vermisse aber, ich finde auch die nördliche Königreich-passive OP, dass wenn du eine Runde gewinnst, eine Karte nachziehen kannst. Finde ich auch turbo broken. Ja, wir haben echt mittlerweile so starke Karten. Geiler Scheiß. Der Nuller-Spion, den habe ich ja nicht gehabt, sondern der Gegner. Das lag ja auch auf meiner Seite. Das ist auch so frech, weil es eine Heldenkarte ist, kann man die dann nicht mal wiederbeleben. War jetzt nicht mal so knapp. Ja, doch, doch, ja, nee. Doch, war nicht knapp. Das nenne ich mal schönen Gesang. Keine Karte mehr, leider. Learn to play. Danke für den Resub. Noch mehr Treibgut aus Temeria. Bin so herrlich. Damit meint er uns mit dem Treibgut. Grüß dich. Grüß. Würdest Der ist auch rich auf die 1. 6 Steine hat er auf Tasche. Das ist ja super Sache. Jetzt die will ich noch nicht verkaufen, falls sie doch nicht stärker ist, die wir jetzt aktuell benutzen. Oh, so viel Gold. 17k auf Tasche. Mimasche. Das ist ja der Wahnsinn. Bis dann. Also die beiden Händler, ne? Ihn und den beim Marktplatz. Bei denen kann man so heftig Geld machen. Quests. Weiter Main Story. Yalla! Hey, hübscher! Chat, wir gehen aufs Gellige erst, wenn wir mit der Main Story fertig sind. Und alle Fragezeichen und Nebenmissionen auf der Map, wo wir gerade sind, fertig haben. Erst dann gehen wir nach Skellige. Das werden wir die nämlich gar nicht mehr machen. Habe ich die Wäsche aufgehängt oder nicht? Da verstecken sich nämlich bestimmt noch der ein oder andere Schrein der Macht. Und vielleicht auch noch das ein oder andere kleine Dorf mit einem Händler und einer guten Karte. Ein weißes. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ordner? Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht beschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Verdient man hiermit gut?
Bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Koffer kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche, mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Rizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxime schon riskant genug. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Rein, meine Guys, Damen Bro. Und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Rizza. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Was war das denn gerade für ein verglitschtes Kleidungsstück im Weg? In der Kamera. Hoheit, der Schlächter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Oh nein.
Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Die Reime waren echt weg. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Wieder falsch. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit, Täuschung und Schmerz. Fast schon Steff Strobel im Niveau, ja. Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Gibt's EP das für die richtigen Reime? Es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Mehr Geld? Der Prinz ist mehr Geld? Reinladen in die Olga. Geld wegschließe nicht auf Bäumen. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hat. 2-1, ne? Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen Traum... Danke Gott. Meine Damen und Herren, die eine... Hoher, ich... Hexer, Monster und dann... Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Oha! Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm das... So... Doch... Hier... Doch... Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Klang auch nicht richtig, oder? Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit, Täuschung und Schmerzen. Heute sei Schluss damit. Lukas droppt. Die Reime sind so schlecht. Ich glaube, im Baum sitzt ein Specht. Meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. 2 Wochen, fühle ich. Verrat, dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Chat! Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, jetzt lade ich mich noch mal rein. Der Mann dort ist mein. Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus.
sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen... Wie war jetzt die Reihenfolge, Chat? 1, 2, 2, 2? Oder 2, 1, 2, 2? Die einen... Oh. Hoheit, ich... 2-1-2-2. Okay. Bestien von übler Natur. Der ich das doch hier doch. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Ich ist von heute, wenn du. Gott sei Dank kann man skippen. Imagine, man müsste das immer nochmal spielen. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf das er nach seinem Bedarf lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte... Chat, wir brauchen die Taler. Was ist richtig, Mimichtig? Jetzt wieder eins, hätte ich tatsächlich auch genommen, weil so viel Zweier waren. Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ah, da ist er. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werft den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Das ist Dulu, ne? Der Doppler-Meme. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey, Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen! Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher! Du willst mir ein neues? Das werden wir ja sehen! Los, Jungs! Gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle! Im Namen des Kults! Hilf uns, Hexer! Wir schaffen sie nicht alleine! Wenn man die Ordner nicht angeheuert hätte, würde man jetzt alleine kaufen wahrscheinlich. Kaufen, kämpfen. Oh mein Gott! Da flog ein Arm. Oh. Diese Hinrichtungen. Oh, die Grins aus der Hölle. Also gut, Jungs, der Spaß ist vorbei. Zurück auf eure Plätze. Oh Mann, ey. 400 EP, ich will rein! Erstmal ein Wasser sippen auf den Schrecken. Heilige Scheiße. Die Krits gegen menschliche Gegner. Huch! Ganz schön crazy.
Da würde mich tatsächlich interessieren, ob das so ist von der Berechnung her, wie bei League of Legends. Wenn Gegner quasi weniger Armor haben als deine Durchdringung, ob du dann quasi mehr als echt, also mehr als unverfälschten Schaden machst, mehr als True Damage quasi. Dass dir dann Damage oben drauf gelegt wird. Hey, nicht so frech immer. Na, wir haben ja 96 Rüstungsdurchdringung und als Beispiel, wenn der Gegner 50 Rüstung nur hat, ob wir dann quasi 46 Schaden oben drauf gerechnet bekommen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Vor, ich habe mal einen 48-Stunden-Stream gemacht. Also ja, warum war ich hast über du keinen Kontakt zu Priscilla oder den Schauspielern aufgenommen? Ich war bei einigen Vorstellungen, aber ich habe nicht gewagt, mich zu offenbaren. Ich hätte sie vielleicht in Gefahr gebracht. Dann habe ich von dem neuen Schauspiel gehört und dachte, ich könnte irgendwas über Ciri und Rittersporn erfahren. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Verwandle dich in sie. Warum mach's nicht? Warum nicht, Chat? Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Tag der falschen Antworten. Ist das jetzt schlimm gewesen, Chat? Mann! Ihr müsst immer früher mal Infos geben. Unerträglich, dieser Chat. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung... Startviereck. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Also gut, Jungs, der Spaß ist vorbei. Zurück auf eure Plätze. Komm her, halt. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Warum? Ciri. Beim Geralt? Kein Bedarf, ja. Nein, kein Bedarf. Ich erkenne Ciri, wenn ich sie sehe. Bestimmt. Ich, dachte nur, du wüsstest vielleicht gern... Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Nein, mein Freund. Da bin ich froh. Gib mir noch eine geile Karte. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich hier. Geh raus, wer es gibt, ist kein richtiger Witcher-Player. Bye. Petty HD. Wieder ein NPC, also wirklich, Digga. Bald ist hier einfach nur noch Subchat. Ich kann diese NPCs nicht mehr handeln.
Meine Fresse, ich habe doch gerade das alles angehört und dann skippe ich mich vor, bis ich wieder die Antwort geben kann. Es ist unerträglich. ...gebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Es gibt Vielleicht Typen, ist die gibt's es diesmal gar nicht. Jemand Anständiges. Wovon redet er? Wirklich. Ganz schlimm geworden, Chat. Meine Mods werden mir zustimmen. Ich weiß nicht, seit wann ist das so, Mods? Seit FIFA im Hype ist, habe ich das Gefühl. Also seit FIFA im Hype war. So vor 2 Monaten hat es angefangen, oder? Oder länger schon? Exorbitant mehr NPCs im Chat. Unerträglich. Und bei mir ist es ja noch gut. Wisst ihr, wie das bei anderen Streams ist? Das ist einfach... Die wachen früh auf, mit der Clownsnase festgewachsen und dann geht die Zirkusmusik an. Und dann öffnen die die Twitch-App und tippen dir irgendwas in den Twitch-Chat. Es ist einfach nicht zu glauben. Wahnsinn, Digga. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Ja, der eine, es kam einfach Chat, vor ein paar Tagen kam jemand in Chat und meinte, ja, du bist langweilig geworden. Ich habe dich mehr gefeiert, als du GTA-RP gestreamt hast. Hat er einfach gesagt. Digga, ich habe noch nie GTA-RP gestreamt. Unerträglich. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung Zappalot, zu fürchten. Ja. Niemand, außer dir? So Leute, Hat kannst du nur bannen. Mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Den kannst du nur bannen, Digga. Den brauchst du nicht Wir im Chat, nie wieder. Gegend. Hast nie gebraucht Wie und wirst schade, nie gebraucht. Ich dass ich das nicht einfach gesehen raus, habe. Da war ich wirklich kurz sprachlos. Hör mal, das du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Was da richtig, Chat? Wir kriegen ja auch immer noch die Quest um den einen König da, ne? Die müssten wir eigentlich auch noch irgendwann kriegen. Ist das da egal, was ich sage? Wann kriege ich denn die Mission eigentlich hier mit dem König von Redanien? Ich hol ihn mal dazu. Ein wenig Hilfe gebrauchen. Ich werde mit Dijkstra sprechen. Wenn er gut drauf ist, wird er uns ein paar Männer mitgeben. Wir würden es schaffen, wirklich. Nur mit meinen Jungs. Aber wenn du Sigi so sehr vermisst... Er ist derjenige, der mir wohlgesonnen ist. Das hat er vor kurzem gesagt. Wartet! Halt! Moment mal. Wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer Nach verbrennen, der um den Schein zu machen. Nein. Wenn alles vorbei so ist, spät kommst erst? Du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit. Einfach großartig. Kein einziger Fehler. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr. Deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Hä, wir haben doch richtig geantwortet. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Der Scheiß. Habt ihr mich verarscht, Chat?
kann mir hier voll Mühe geben, mich richtig neu reingeladen in die Olga. Hast du diese Armen wichtiges dann werde ich mir auch noch hier runtergestuft. Hey. 30 Kronen, ich verliere den Verstand! Alter, wofür kriege ich denn überall alles EP? Ui, nochmal 20 oben drauf, endlich reich! Und der da? Oh, was geht denn? Bruder, wofür kriege ich denn überall alles EP? Hä, was ist denn da los? Ach, für jede Antwort ist das, glaub ich, einzeln. Ah, nevermind. Das kracht ganz schön rein. Oh, reich, reich, reich! Richard Tricks. Gerichtet. Ihr hattet recht, Chat. Für jede richtige Antwort gibt's extra Money. Sehr gut, Chat. Ihr seid die Kings. Echt? Kann man gegen Pizilla Gwen spielen? Sitzt sie da noch? Zeig mal. Hat er jetzt wieder Geld? Oh nein, er leckt. Oh, er hat immer noch 9 Kreuzer. Kann man gegen sie gleich in der Main-Quest. Okay. Ist sie auch eine Elite-Gegnerin oder ist sie einfach nur eine normale Gegnerin? Wir labern jetzt mit... Achso, warte mal. Quest? Ist das eine Main-Quest? Ein Poet in Nöten? Ja. Ja. Nichts Spezielles, aber wir spielen trotzdem, Chat. Alter, ich freue mich, Chat. Gwen-Spielen macht so Laune. Es macht wirklich so Bock. Es könnte auch noch sein, dass hier in der Stadt irgendwo ein Händler ist, den wir noch nicht besiegt haben. Es sind so viele. Aber ich müsste eigentlich gegen jeden gespielt haben. Ich liebe dieses Spiel, Chat. Und es ist so schön, dass wir das alle zusammen genießen. Ich hoffe auch die Zuschauer auf... Oh nein. Oh no! Ich hoffe, die Zuschauer auf YouTube haben auch eine schöne Zeit beim Nachglotzen. Schönen, saftigen 2K. Leckermäulchen. Ist einfach geil, Chat. Ich freue mich jeden Tag. Jeden Tag freue ich mich auf die Witcher-Streams. Mögen die Kobolde die in die Brützelkappen rumtreiben? Und ihr Söhnchen handelt mit Fistech. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Es überrascht mich, dass du immer noch in der Politik herumrührst. Ist doch ganz einfach, Geralt. Redaniens Schicksal kann mir nicht gleichgültig sein. Nenn es patriotische Sorge. Ach, aus Sorge willst du Radovid kalt machen? Ich denke oft an das Land und seine Zukunft. Und mir wird immer klarer, dass Redanien keine Zukunft hat, solange Radovid auf dem Thron sitzt. Vor kurzem hast du doch gesagt, dass du mir wohlgesonnen bist. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Oho, was für eine Einleitung, Geralt. Was willst du? Ich plane einen Überfall. Ein paar deiner Männer wären nützlich. Überfall? Worum geht's? Gib mir Männer, die dabei den Kampf überleben. Die können dir später davon erzählen. Du gefällst mir, Geralt. Darum gebe ich dir nicht einen, nicht zwei, sondern 3 meiner besten Männer. Drei reichen. Also abgemacht. In der Jacke musst du doch schwitzen. Oben rechts im Haus, ein Alchemist, der spät gewinnt. Oben rechts. Hier? Ich müsste da eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, ich war da schon, bin mir ziemlich sicher.